Let's Play Some Games, featured by Demo News, weil Zocken geil ist. Wer die letzten 10 Jahre nicht unter einem Stein gelebt hat, der wird früher oder später über einen der Trackmania-Teile gestolpert sein. Seit 2003 versorgt uns die Firma Nadeo mit immer neuen Teilen der beliebten Fundraiser-Serie. Der neueste Spin-off Trackmania Stadium befindet sich derzeit noch im Open-Beta-Stadium und kann umsonst gespielt werden. Frühkäufer bekommen schon kleine Boni wie die Ingame-Währung Planets geschenkt und dürfen sich über frühzeitige Updates freuen. Doch was ist der Suchtfaktor von Trackmania? Ein ganz simpler Racer, der mit seiner direkten und unkomplizierten Steuerung den Spieler gleich ins Geschehen reinsaugt. Entweder spielen wir mit der Tastatur oder noch besser mit einem Controller. Wer einmal damit angefangen hat, kann nicht mehr so schnell damit aufhören. Denn immer wieder versucht man seine aufgestellte Zeit zu schlagen. Bestzeiten werden entsprechend mit Medaillen belohnt und man bekommt im Spiel gleich das Feedback, wenn Zeiten besser oder schlechter gefahren werden. Auch wenn man die Strecken die meiste Zeit gegen Ghost fährt, so ist der Suchtfaktor nach besseren Zeiten nicht zu unterschätzen. Im Nadeo-eigenen Social Network Mania Planet vergleichen wir unsere Zeiten weltweit gegen andere Spieler. Das geht so weit, dass man sogar im eigenen Bundesland schauen kann, wer der beste Fahrer ist und so sich einen weiteren Motivationsschub geben. Im Multiplayer dürfen wir uns dann den richtig knackigen Herausforderungen stellen. Die Strecken haben es in sich und hier hilft nur das Auswendiglernen und perfekte Kontrolle über sein Fahrzeug. Ansonsten kann es schnell frustrierend werden, wenn wir mittendrin an einem Looping oder an einer senkrechten Bande scheitern. Die anderen Fahrer sind nur schönere Ghosts, die sich mit uns die Challenge teilen. Man kann unbesorgt durch sich hindurchfahren und muss mit keinen Konsequenzen rechnen. Das Herzstück von allen Trackmania-Teilen ist wieder der starke Editor. Damit können wir unser Fahrzeug nach Herzenslust verändern. Wer einen Grafikeditor beherrscht, der personalisiert seinen Renner bis ins kleinste Detail. Wir haben unserem Rennwagen ein LPSG-Logo verpasst. Wer einen süchtig machenden Fundraiser für zwischendurch sucht, der wird mit Trackmania Stadium bestens bedient. Selbst auf Elternrechnern und Laptops läuft das Spiel schön flüssig. Wir stürzen uns jetzt noch in ein paar Runden Trackmania Stadium.